Unsere heutige Etappe um Bremen und zu startet im St. Jürgensland an der unteren Wümme. Wie nahezu stets sind wir vor der aufgehenden Sonne draußen, haben allerdings auch heftig mit Regen zu tun, ohne darauf wirklich vorbereitet zu sein. Eine Idee, nämlich keine Morgenstimmung mit Himmelsdrama abzubilden, ist damit schon mal perdu. Aber dann geht's los. Die Wümme ist hier tidenabhängig und dieser Umstand macht diesen naturnahen Flusslauf, der einzigartig für Deutschland ist, förmlich kaputt. Die Wümme ist ein Sanierungsfall, weil sie durch die bis heute anhaltenden Flussvertiefungen der Unterweser stark geschädigt ist. Bei Ebbe läuft hier zu viel Wasser ab, sodass es immer weniger Flachwasserbereiche gibt. Damit sind die Lebensräume von vielen Insekten, Fischen und Wasservögeln stark gefährdet. Eine ökologische Trendwende ist hier dringend erforderlich. Das St. Jürgensland ist flach und von schier unendlicher Weite. Entsprechend ist es auf dieser Wümme-Seite sehr einsam. Es gibt nur wenige Wohnhäuser und kaum Höfe. Man muss nicht viel barockes Blut in sich haben, um diese Landschaft als spröde zu empfinden. Auch der hartgesottene Erznorddeutsche kann das so empfinden. Menschliches Leben kommt erst wieder in den Blick, nachdem wir den Wümme-Deich verlassen haben und an Truber-Blenken vorbei ins alte Dorf Trube laufen. Truber-Blenken ist ursprünglich ein flacher und verzweigter Binnensee. Der See ist heute ausgetrocknet und ein kleines Naturschutzgebiet. Ursprünglich floss hier die Wörpe durch den flachen See und anschließend in die Wümme. Einen kleinen Restarm der Wörpe passieren wir, dann sind wir in Trube. Schließlich erreichen wir die Kirche unserer lieben Frau von 1180.
Die Kirche ist ein wunderschönes Kleinod mit einem jahrhundertealten Friedhof. Dummerweise ist die Kapelle vom Ort selber durch die Lilienthaler Ortsumgehung getrennt worden. Danach schweigen wir und stellen das Fotografieren ein. Es gilt, sich auf die Suche nach einem Café zu konzentrieren.